Jetzt müssen wir mal vorher gucken. Jetzt haben wir wieder 66. Ja, das ist ja schon mal was. Was haben wir denn im Tagebuch? So, wir müssen da raus. Wir müssen drücken. Im Sommer heiß, im Winter kalt. Ja, unsere vorherige Wohnung, das war auch. Im Sommer war das eine Sauna, im Winter war das eine Gefriertruhe. Das war echt schlimm. Boah. Vor allem im Winter war es ja, wir hatten da Ölöfen. Also ich musste da tatsächlich jeden Tag runtergehen und 2 Kannen Öl hochholen. So mit Handpumpe und so. Und da ging es noch, weil da konnte man halt mit Ölöfen einheizen. Das ging recht gut. Ja, aber im Sommer, du hast die halt nicht kühl gekriegt. Und vor allem, es war drin, draußen wurde es schon wieder kühler, dann war die Wohnung aber noch 3 Tage warm, weil die Hitze hat reingedrückt, aber raus wollte die nicht. Das war furchtbar. So. Na, servus, hier war ich noch gar nicht. Oh. Kompass. Nachrichten. Von Bestatterverband. Es ist vielleicht nicht das Beste, aber das Beste, was du bekommst. Spacer's Choice. Edgar Edgewater Saltuna Konservenfabrik. Eine Anlage von Spacer's Choice. Von Bestatterverband an Spacer's Choice Junior Bestatter Abteilung Emerald Way. Betreff ein besonderes Angebot. Liebe Leser, liebe Leserin, dein Abonnement des Bestatterverband Newsletters ist abgelaufen. Wir möchten dich dazu einladen, dein Abonnement zu erneuern. Wenn du dich jetzt dafür entscheidest, dann erhältst du zusätzlich noch ein Exemplar unserer neuesten Publikation Bild der Schaufel. Vierteljährlich. What? Inventarprotokolle. Bestattungsrechnung. Da, Bestattungsrechnung, Passwort erforderlich. Na toll. Alle stehlen hier. Überbrückungskontakt. Ne, das lassen wir mal noch. Krank, die zocken sie Outer Worlds in unter 17 Minuten, lol. Ja, warum auch nicht? Speedruns halt. Servus. Hey, Miss Parvati. Come for a visit? Oh, jetzt haben wir unterbrochen. Entschuldigung. Marauder's attire. You're liable to give some people the wrong idea. Nee. Was soll das heißen? It's in poor taste. Dressing up like a marauder's disrespectful to all the workers that got eaten by him. Ain't safe out here. You'd best head into town. Avail yourself of Edgewater's high walls and low prices. Zelda, ich glaube Zelda BOTW geht, glaube ich, in unter 30 Minuten. Wie war noch mal dein Name? Ich bin der Tigerle. Pleased to make your acquaintanceship. I'd shake your hand, but I've been hauling corpses. You don't want none of that on you. Name Silas. Junior in humor for the town of Edgewater. We're all part of the Spacer's Choice family. Ich möchte ein bisschen Geld verdienen, solange ich hier bin. Das können wir immer machen. Got a knack for being discreet-like? There's money to be made, long as you keep your nose clean. Edgewater is a company town, board owned and operated. That includes the cemetery. None of us own our grave sites, we rent them from the company. Renting means money. Money means paperwork. Paperwork means signatures. Some of our families become a mite delinquent in paying their dues, you see? Ein Grab pachten? Okay. Soll ich die Gebühren, die man dir schuldet, eintreiben? Ist kein Problem für mich. Du lässt die Leute für ihre eigenen Gräber zahlen? Company policy. If it was up to me, I'd put the whole town 10 feet under, free of charge. Wieso treibst du die Gebühren nicht selbst ein? Quotas mostly. Got a backlog of graves to fill. Bodies won't bury themselves, you know. Brave Bot. Jo, wir treiben die mal ein. 4 workers still haven't paid up. Phyllis, Conrad, Ludwig and Martin Abernathy. He's a special case. You may want to twist his arm a little. Okay. Wieso ist Abernathy ein Sonderfall? He just is. Look, I don't want to get into it. Just make sure he pays up. Wo kann ich diese Leute finden? Conrad's got a barbershop in town.
Phyllis works at the cannery most hours. Abernathy, I ain't seen him in a few days. His domicile is near the cannery. You'll find him in town. All except Ludwig, that is. He's over by the landing pad. Da war noch was, was ich dich fragen wollte. Ja. In dieser Stadt muss einiges im Argen liegen, wenn du so viel zu tun hast. You could look at it that way, I suppose. You could look at us and say, those Edgewater saps lost near every soul to plague. But you'd be wrong. We're survivors. Loyal company folk, brave in the wilds. Machst du dir keine Sorgen, dass du krank wirst? Every now and again, a virulent plague sweeps through our town. That's life on the frontier, I suppose. A body grows accustomed. Wie lange bist du schon Juniorbestatter, Totengräber, was auch immer? Hang on, I'm doing some math in my head. 20, 30, carry the one. All my life? Work's been real good to me. Fresh air, exercise. Only problem is the paperwork. Can't get anybody to pay their gravesite fees. Habt ihr viele Leute an die Plünderer verloren? Former people, yeah. Marauders been raiding my graves, you see. Hence the armed guards. Worauf sind sie aus? Beute? Oh no. They are after the most precious loot of all. Spacer's Choice Company property. If those marauders swipe any more bodies out of my cemetery, company's gonna duck my pay. Ah, sieht nicht so gut aus für dich, danke dir. Okay, wir gehen jetzt trotzdem mal. Habe ich die eigentlich markiert? Ah, den da. Volle Energie, überbringe Reed. Reed hat dich gebeten, eine Nachricht an Adelaide. Adelaide. So heißt sie. Und ihre Deserteure zu überbringen. Sie sollen zurückkehren oder ihnen wird der Strom abgestellt. Adelaide und ihre Leute haben ihr Lager im Botaniklabor nördlich von Edgewater aufgeschlagen. Okay, ist markiert. Haschkuchen, hi-ho! Du kannst im, auf dem PC irgendwie nicht mehr in den Chat schreiben bei mir. Was hast denn du wieder angestellt, Haschkuchen? Also gebannt bist du definitiv nicht, sonst könntest du jetzt auch nicht schreiben. Wir müssen dahinter. Habe ich keine Ahnung, was du gemacht hast. Oh, strange. Also an E-Mail-Verification kann es auch nicht liegen. Sonst könntest du da auch nicht schreiben. Ich vermute mal Windows, ja. Aber ich habe auch Windows und viele andere auch und die können auch schreiben. Was wollen die denn da? So, wir prüfen jetzt mal was. Ah! Oh oh! Oh la 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 la! Stay right there! Trab an! Ich glaube, das war eine scheiß Idee! Bei dir ist das Chat-Symbol ausgegraut. Keine Ahnung, was du da gemacht hast. Oder was da bei dir ist. Toll, der ist leer. Hiyo, Physio, das ist ein Switch-Spiel. Ja, gibt's aber auch für PS4, Xbox One und PC. Mit Modul. Na Physio, wie geht's? Schon seelisch und moralisch darauf vorbereitet, mich morgen wieder zu quälen? Sehe den Chat nicht, also was dort geschrieben wird. Also ich kann dir sagen, tatsächlich Physio, Test kam an zweimal bei mir, Haschkuchen. Also auf dem PC und auf dem Ding sieht es noch viel geiler aus.
Aber ich wollte halt für die Switch haben. Upsi! Aber was würde ich jetzt für einen Schalldämpfer drum geben? Better TTV ein- und ausgeschaltet, nun geht's. Ah, alles klar. Parvati, ich finde das voll ungeil, wenn du so aussiehst wie die und mich erschreckst. Dachte, da steht gerade einer vor mir. Den haben wir schon geguckt. Da waren wir auch schon. So, wir umlaufen die mal ein bisschen. Weil wir haben nicht so viel Munition tatsächlich. Und wie schaut's aus? Wie geht's dir so? Oh, mir geht's soweit gut. Wir haben ein neues Katzenbaby. Was gerade ziemlich rumstresst. Unser Bam Bam hat gerade Verstopfung. Problem dabei ist, normalerweise, wenn Katzen Verstopfung haben, ist das erste Mittel der Wahl Milch einflößen. Nur unseren Kader kannst du damit jagen. Und zwar so richtig. Der schaut dir Milch nicht mal mit dem Arsch an. Mochte der noch nie. Ah, I remember. Oh, und Frau hat gerade Spaß mit der Klee. Au! Oh, elende Spinntaub! Bitmodul, Revolver, Waffenteil und Rüstungsteile. Dachte mir, ich kann mich da durchsneaken, hat nicht geklappt. Physio hat heute 10 Stunden Crew 2 gespielt. Oh, nice. Alter, ich sehe gerade so verschwommen hier. Ah, es bessert sich wieder. Wir müssen darüber. Wie gesagt, ich versuche die mal zu umlaufen. Ja, mit Bam Bam, ja. War eine Blume. So. Was will der denn? So, jetzt sind wir hier. Wir könnten mal speichern. Wäre nicht blöd, hä? Guck mal, die haben hier sogar Straßen. Oh, come on. Liegt hier irgendwo so ein Ding rum? Pferdemunition, Scheißendreck. Zwischen du? Ein wilder Möter, halb Mensch, halb Köter. Sieht sich mehr nach Köter aus als nach Mensch. Move along, Stranger. We don't want any trouble. Ja, ich auch nicht. Ich will nur Möterfleisch. Raise Romero, servus. I don't know you. Whatever you're looking for, it ain't here. Move along. Was ist dein Problem? Armed strangers wandering into my camp for one. Some of my camp wandering out for another. Oh. Du hast diesen Laden offensichtlich fest im Griff. You wanna try standing outside in the heat, keeping your sights open for the next Marauder raid? No, I'm sorry. That was unworthy of me. Lady named Zoe went missing some nights ago. Just up and vanished without a trace. Now I'm pacing around wondering if Marauders got to her. Ich halte dir ein Auge offen. It's not like Zoe to go wandering. Figured she might be out scavenging, but that ain't exactly her talent. Can't imagine where she's gone. Vale's a wide place. She could be anywhere. Es sei denn, die Plünderer haben sie erwischt, dann könnten Teile von ihr überall sein. Could do without the gallows humor. Aber warum nicht? Ich habe Fragen über Zoe.
I'll tell you what I can. Irgendeine Ahnung, wo sie sein könnte? Vex me. If she told anybody, they ain't telling me. I'd check her room, but I got yelled at for snooping once already. Du hast in ihrem Zimmer herumgeschnüffelt? Little ways ago. She was always obsessing over her serial dramas. Wanted to see what the fuss was about. Vielleicht haben die Plünderer sie entführt. Could be. Dangers a plenty out there. No telling why marauders would steal somebody like Zoe. Got no useful skills, far as I could tell. Okay. Keine nützlichen Fähigkeiten. Hast du vielleicht einen etwas spezifischeren Ansatzpunkt für mich als einfach nur da draußen? Marauder gang just moved into the districts a little ways east. Their numbers are growing. Gotta come from somewhere. Wie gut kennst du sie? Well enough to know we never got on. Zoe and Stefan were close. If anybody knows the workings of her mind, he does. Okay. Meine sind inzwischen ja schon ziemlich groß geworden. Ja, mein Kater hat auch vor circa einem Monat nichts mehr fressen wollen. Ab zum Tierarzt und festgestellt, Bandwurm. 3 Tage Tabletten und zack, ihm ging es wieder prächtig. Das ist nicht das Problem, bei ihm ist es, er frisst ganz normal. Aber hinten kommt nichts raus. Na, das siehst du immer, Physio. Die wollen unbedingt, dass ich Donnerstag stream. Du wirkst so sympathisch. Wäre vorstellbar, dass ihr nicht miteinander ausgekommen seid. Wir lassen das Thema. Wo finde ich Adelaide? Over in the hothouse, tending crop. Danke. So. Da. Türe gefunden. Hey, Adelaide. Servus. If you're hungry, there's meat turning on the spit outside. If you're bearing illness, find a place to lay your head down and I'll fetch you a poultice. Whatever your troubles with Edgewater, leave them at the gates and be welcomed here. Any questions, dear? Du musst Adelaide sein. I have been called that, among other things. Green Thumb, Grandmother, the strange old lady who keeps flowers. But yes, Adelaide will do just fine. Excuse me, Miss McDevitt? Sorry, it's just... You got such pretty trees in here. Why, thank you. You're Robert's girl, aren't you? I remember when you were but a sprout. Thomas speaks of you often. Are you staying long? You should try some of my tobaccorn tea. I brew it in an old spittoon, but it's been cleaned. So, Reed hat mich geschickt, um Frieden mit dir zu schließen. Ist das dein Gewächshaus? Sieht so aus, als hättest du dir hier draußen ein Zuhause aufgebaut. Wir fragen erstmal, ist das dein Gewächshaus? No, dear. The garden belongs to us all. Life is the gift of the universe, and the universe yields its bounty equally, absent of prejudice. Bin überrascht, dass es dir gelungen ist, hier draußen etwas zum Wachsen zu bringen. Lustig, ich wusste gar nicht, dass man auch Bockmist in einem Garten anbauen kann. Nee. The soil around the Vale went sour years ago, but I found a way to sweeten it back up. The secret recipe is a little bit of elbow grease, a dash of love, and a heaping pile of special fertilizer. Okay. Sieht so aus, als hättest du dir hier draußen ein Zuhause aufgebaut. A home for anyone who's ever turned their backs on Edgewater. A home for those of us with nowhere left to go and nothing to lose. So like the spores of the puffball cast on the wind and alighting on fresh soil, we put down new roots. Wieso hast du dein altes Zuhause verlassen? It is an unpleasant story, dear. But the short of it is that sometimes one wakes up and realizes the place that was once her home for much of her life has changed.
The home in which we spent our lives has left us behind, and so we must move on. And that is as much as I will say on the subject. Okay. Reed hat mich geschickt, um Frieden mit dir zu schließen. Reed Thompson? You here on behalf of that cold-eyed reptile? Let's hear it. What's Reed's idea of peace, then? Ihr lebt von der Energie, die der Stadt gehört. Kommt zurück zur Konservenfabrik, das ist auch schon alles. Reed bittet dich, noch einmal darüber nachzudenken, in die Stadt zurückzukehren. Er ist willens, Wiedergutmachung zu leisten. Irgendetwas mit entweder ihr kommt in die Stadt zurück oder ihr verliert eure Energie. Ich habe nicht richtig zugehört. Wow. Lasst es heute über Nacht, ganze Nacht laufen. Ja, so lange mache ich heute nicht Physio. Denk einmal so 11 rum. Weil ich muss ja morgen früh aufstehen, weil du mir so frühe Termine gibst. Hat der irgendwas von Wiedergutmachung? Ich glaube schon, oder? Irgendwas mit Einigen und so. Ich probiere mal den zweiten. Reed bittet dich, noch einmal drüber nachzudenken, in die Stadt zurückzukehren. Er ist willens, Wiedergutmachung zu leisten. Make amends. Spare me. Only thing Reed knows how to make is a mess. Like everything else that comes out of Edgewater, that peace offering is canned. I and my own are living just fine out here by ourselves. Reed hat mich gebeten, eure Energie zu ihm umzuleiten. Er hat ein Geothermie-Kraftwerk erwähnt. He would do such a thing. The question is, why would you agree to his plans? Euer Lager hat einen Energieregulator, den brauche ich, um ein Schiff zu reparieren. Ja, wir können ja mal mit offenen Karten spielen, ne? Canary's got a regulator. You want ship parts, you ought to rip them out of the Canary's guts and leave us be. If you're going down to the plant, you should divert power away from Edgewater and toward our end of the grid. Think about it. You'd be liberating an entire town from a lifetime of service to that odious Canary. Seems the sort of thing a hero would do. Oh, Alter. Was hast du gegen die Stadt? Ich habe nicht vor, mich in eure Probleme verwickeln zu lassen. Ich will einfach nur mein Schiff reparieren. In deinen Augen vielleicht. Was hast du gegen die Stadt? You've seen that miserable excuse for a town with your own lamps. Hollowed out workers laboring their lives away at the cannery, living off whatever scrap Spacer's choice throws them. You know that's true, don't you, Ms. Holcomb? Your father died of overwork. His heart gave out. He was tired all the time, sure, but he was old, ma'am, and he raised me all by his lonesome. Look what they did to this child. Lost her family to the company, and still she defends them. Du hast deinen Standpunkt mehr als deutlich dargestellt. Ich sehe mal, was ich tun kann. Nur 11! Ja, ich muss ja wegen dir morgen aufstehen. Es gefällt mir nicht, dass du ihr das vorwirfst, um mich auf deine Seite zu bringen. Was hast du gegen Menschen, die versuchen, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten? Sagen wir mal, ich würde dir helfen. Was passiert dann mit Edgewater? Könnt ihr mal Infos einholen? Life in Edgewater grinds to a halt. The cannery shuts down. Workers desert in droves. And our own little camp grows and thrives. Du denkst, Reed will dir nur eins auswischen? You bring power to Reed's town and you'll be killing us. Reed knows it. He's counting on it. Ja, das ist mir schon klar, dass er das weiß. Überleg es mir. I trust you will listen to your conscience. Ah, ich hasse solche Dinge. Du hast jetzt Spättermin. Moment. Morgen haben wir dann 20. 11 Uhr, das ist mitten in der Früh. Ja,
Stell dir vor, ich hätte die um 8 gemacht, dann hätte ich dir mal aufs Maul gehauen, Physio. Naja, weißt du Bescheid. Die Ringe sind verdammt Tuster. So, also, ich kann jetzt entweder oder Spielchen. Oh, ich hasse solche Scheiße, ey. Tagebuch, voller Energie. Leite den Strom vom Geothermalkraftwerk um. Du hast Reeds Nachricht überbracht, aber Adelaide weigerte sich, nach Edgewater zurückzukehren. Begib dich zum Geothermiekraftwerk und leite den Strom um. Adelaide schlägt vor, dass du den Strom des Geothermiekraftwerks in das Botaniklager umleitest und somit Edgewater vom Stromnetz nimmst. Also ich bin tatsächlich dafür, dass wir das hier umleiten, weil mir der Typ war von vornherein unsympathisch. Ja. Und er scheint mir ein ziemlich durchtriebener Bürohengst zu sein. Ja, der halt nur, der hat ja auch von seiner, so bla bla bla, seit Jahren die, hier die Vorgaben nicht erfüllt. Von daher tendiere ich tatsächlich hierher umzuleiten. Ich vermute aber tatsächlich ganz schwer, dass uns das eine Menge Negativreputation bringen wird. Um 8 und dann kannst du die ganze Nacht streamen. Was? Na, wir haben, was wir machen ab jetzt die um 8 und dann kannst du die ganze Nacht, ja genau. Also ich glaube mal, ich muss mit meinem Physiotherapeuten morgen ein ernstes Wörtchen reden. So, wir machen jetzt erstmal den da. So, das hier ist Clown, oder? Ja, war klar. Oh, that's Thomas. He used to follow me around before he left the cannery. Was, du bist Thomas? Keep your wits about you, friend. Ein Deserteur. Wo ist denn hier Thomas? You hungry? We got canid ribs, canid flank, canid snout too. Something I can help you with? Ich hab gehört, dass einer deiner Leute verschwunden ist. Was verkaufst du? Fresh off the limb, and that includes canid meat. Händlerfertigkeit. Deine Händlerfertigkeit entspricht deiner höchsten Dialogfertigkeit und wird verwendet, um beim Kauf und Verkauf die Preise für Händler festzulegen. 4% Rabatt. Stefans Handelsposten verkaufen. So, habe ich jetzt noch. So, ich will aber gar nichts verkaufen. Kaufen? Was hat denn der? Schwere Munition. Facer's Choice, bla 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 bla. Bananenbüsche. Großvisier Fernkampfwaffenmod. Weitsichter. Zielfernrohr mit Doppel. Visier erhöht den Schaden nach der Rüstungsdurchdringung. Rüstungsmod. Fertigkeitskit verbessert deine Nahkampf- und Verteidigungsfertigkeiten. Proglo-Leder, ausgepolter Niedrigdruckhelm, bla 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 bla. Nö. Ah. Hä? Alter, warum denn immer der da?